Hallo und Servus. Heute geht es wieder um den Android Go und zwar um die Programmierung mit eigener Software über die Arduino IDE, wo wir schon den Arduino Uno, Nano, STM32, ESP8266 programmiert haben. Und da steckt ja ein ESP32 drin. Und es gibt eine eigene Library, die einen so ein bisschen unterstützt in dem Display, in dem Sound, in den Eingabeknöpfen, die abzufragen. Dann kann man den Akkustand noch abfragen. Und das habe ich mal in so eine kleine Testapplikation reinprogrammiert und mir daraus eine Firmware gemacht. Das ist hier die API-Test. Die will ich jetzt mal kurz flashen. Das sollte eigentlich recht fix gehen. Und da stelle ich so ein bisschen die Funktion vor, die die Odroid Library kann. Ihr solltet dazu auf meine Homepage schauen. Da sind jeweils die Source Codes für dieses kleine Beispielprogramm. Und da könnt ihr dann gleich nachschauen, wie man das programmiert. So, fangen wir mal an hier mit den Schriftarten, die man hat. Da haben wir einmal den Font 1, der ist sehr klein, 8 Pixel hoch. Der ist von Adafruit. Ich glaube, das ist die Library, um das TFT anzusprechen. Von Adafruit, die ist 320 mal 240 Pixel TFT. Dann gibt es einen, der ist ein bisschen größer. Der hat 16 Pixel in der Höhe. Und dann gibt es noch einen größeren. Der hat 26. Die drei können alles A bis Z, 1 bis 9 und die 0. Also eigentlich alle Buchstaben. Die 3 gibt es nicht. Und wenn man jetzt die 3 aufruft und den setzen will, dann stürzt es ab. Ich habe dann auch irgendwann mal ist er abgestürzt, weil ich ein Ö ausdrucken wollte. Ja? Ich wollte was mit Ö schreiben in dem Satz. Ist er auch abgestürzt? Da muss man dann OE schreiben. Ist also nicht ganz so super sicher. Die API und stürzt hin und wieder mal ab. Man muss echt auch aufpassen, was man tut. Das Doofe ist, dass das Kompilieren von der API dann auch eine Weile dauert und hier so Trial and Error programmieren ist schlecht, weil man muss mich jedes Mal eine Minute oder sowas warten, bis das neu kompiliert ist. Da muss man sich ja die Firmware wieder machen, die wieder auf die SD-Karte hier spielen und dann wieder die Firmware flashen. Und das ist schon nervig, wenn man dann irgendwo nur ein Semikolon vergessen hat. Tja, muss man eher ein bisschen mehr Grips in das Programmieren stecken als in das Testen. Ja, von 6, 7 und 8 können nur Ziffern. 6 kann, glaube ich, auch noch P und M für PM, für Uhren kann man damit machen. Die 7 ist ein 7-Segment, 7 wie 7-Segment-Ziffern Layout. Und 48 Pixel hoch, die hier auch. Und dann gibt es noch einen ganz großen, der ist 75 Pixel hoch. Also wenn man jetzt da noch mal eine Uhr machen will, die richtig groß ist. Das sind die eingebauten Fonts. Für jeden Font, ich drücke mir jetzt hier A, dann geht es weiter, kann man auch die Size setzen. Hier, eins ist ganz klein. Nehmen wir mal hier den I-Punkt, der ist ja ein Pixel groß. Und dann wird das einfach nur skaliert. Bei Size 2 ist der I-Punkt 2x2 Pixel groß. Bei 3 ist der I-Punkt 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7. Ja, und das ist dann auch schon alles. Größer geht es nicht. Ist auch groß genug und ist halt irgendwie ein bisschen pixelig, ne? Also dann nimmt man lieber irgendwie die Fonts, die man da hat. Und hat man da nicht so was Pixeliges.
Wobei der größte Font halt nur 1 bis 0 kann. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Farben. Farben kann man auch ausgeben. Man setzt einfach nur die Farbe und das nächste Print gibt dann in der gesetzten Farbe dann aus. Es gibt ein paar definierte, seht ihr auch auf der Homepage. Der Link dafür für die Homepage, diese Seite, ist natürlich in der Description unten drin, in der Beschreibung. Da klickt ihr drauf, dann seht ihr das alles. Ja, ein paar Farben sind vorbelegt. Hier Yellow, Green, Purple, Olive, Magenta, Orange, Pink, Light Gray und noch ein paar andere. Die kann man dann so schreiben. Man kann sich natürlich auch seine eigenen Farben definieren. Das R, G und B, allerdings nicht in 3 Bytes, sondern in 2 Bytes. Ja, müsste man mal schauen, habe ich mir jetzt die Mühe nicht gemacht, genau schauen, wie das kodiert ist. Man könnte dann auch seine eigenen Farben dann noch dazu definieren. Aber mir reichen eigentlich die, die es gibt. Nächste wäre dann die Zeichenfunktion. Man kann auch zeichnen. Hier habe ich zum Beispiel einen Kreis gezeichnet, einen ausgefüllten Kreis. Das heißt dann Full Circle. Dann habe ich einmal den Hintergrund gemacht in Grün. Das soll hier der Rasen sein. Dann habe ich den hier ein ausgefülltes Rechteck gemacht. Hier so. Das ist der Himmel. Noch ein Rechteck. Das hier sind auch alles Rechtecke. Ne? Noch ein Rechteck. Ein Dreieck kann man auch eingeben. Und da kann man so ganz einfache Grafiken dann machen. Da gibt man jeweils ein X und Y-Position. Und beim Rechteck dann die Breite und die Höhe. Und dann malt er einem das. Und ob das ausgefüllt sein soll oder nicht ausgefüllt. Dann kann man zum nächsten. Genau, also Akkustandsabfrage. Man kann also, weil der Akku da dran, ja, parallel dran gelötet ist, an einem Eingang, kann man diesen Eingang abfragen. Der ist allerdings, man darf ja nicht mehr als 3,3 Volt da reinschicken. Und der Akku kann schon mal, ja, 4,2 Volt ist maximal. Und das wird ja über diese 3,3 Volt gehen. Also haben die einen Spannungsteiler davor gesetzt. Und dann kann es also nur noch 2,1 Volt anliegen. Das ist unter den 3,3. Das ist dann sicher und gesund. Und wenn man das ausrechnen will, dann muss man sich halt den Wert holen von dem Analog-Digital-Wandler. Und die Volt, die man da kriegt, dann halt mal 2 nehmen. Damit man den richtigen Wert hat. Da habe ich mir nochmal eine kleine Grafik gemacht. Das ist auch immer nur ein Rechteck. Damit es ein bisschen dicker ist, ist da noch ein kleines Rechteck nicht ausgefüllt. Dann hier habe ich 2. Und dann mache ich halt noch mein grünes Rechteck. Je nachdem, wie voll der Akku ist. Und dann habe ich da so eine kleine Batterie. Also ist es dann auch ziemlich einfach zu machen. Nächster Punkt ist, glaube ich, der Sound. Ihr habt es gehört, es war elendig laut. Man kann zwar, wie die Helligkeit des Bildschirms, auch den Sound einstellen, den Lautsprecher, aber nur für digitale Samples. Das sind die hier. Na, da kann man so ein Sample definieren und das sind, glaube ich, 8-Bit-Werte und haben eine bestimmte Sample-Frequenz. Und das kann man dann aufnehmen. Müsste man vielleicht mit Audacity dann den WAV-File nehmen, hat man 16-Bit, das runterrechnen auf 8-Bit und daraus ein Integer-Array machen. Und das gibt man dem dann und die Sample-Frequenz und dann spielt er das ab. Und da kann man die Lautstärke einstellen. Das wird da irgendwie mit reingerechnet. Aber die Melodie hier, die ich gerade abgespielt habe, die man mit Tone abspielt, die haut immer volle Kanne, Full Power daraus. Ich glaube, das eine, der Sample, geht irgendwie
Ja, das wird berechnet und der andere geht vielleicht auch direkt auf den Pin und bringt den so und so oft mal pro Sekunde zum Schwingen, dass er die Frequenz kriegt und hat da nichts mit Lautstärke. Also so Melodien abspielen, ich habe nicht rausgefunden, wie man die leiser kriegt, ist dann doch überraschend laut. Da sollte man vielleicht nur so kurze Pieptöne machen, so piep, ne? Die so kurz sind, dass er gar nicht groß laut werden kann. Jo, als nächstes haben wir. Mal schauen. Jo, das war's eigentlich schon. Ich dachte, ich hätte noch einen gehabt, wo ich die Tasten habe und ausgebe, welche Taste ich gerade gedrückt habe. Aber sieht nicht so aus. Das letzte ist jetzt hier so, dass man die blaue LED so ein bisschen aufschwellen lässt. Die machen wir mal hier aus, dann sieht man das. Wobei das eigentlich auf- und abschwellen sollte. Das macht er jetzt aber irgendwie komischerweise nicht, weil ich vorher. Nochmal so, weil ich vorher auf Display und allen möglichen Sachen zugegriffen habe und diesen PMW Händler, den ich da auch benutze, der ist wahrscheinlich jetzt von einem anderen Programmteil schon benutzt, von der Library und funktioniert hier nicht richtig. Da sieht man nur noch das Anschwellen, das Abschwellen ist irgendwie nicht mehr gegeben. Jo, das war der Teil. Ich dachte, ich hätte das drin. Das kann man natürlich dann auch noch abfragen. Aber ich habe noch einen anderen über Bluetooth. Der gibt da dann weiter, welche Knöpfe man drückt. Da ist das sozusagen mit drin. So, und jetzt bleibt er da hängen. Gut. Und wenn man es neu starten will, dann macht es mal aus und wieder an. Und dann ist man wieder am Anfang. Okay, soweit. Das ist der Teil. Dann bis später. Ciao.